Was willst du denn? Neuen Versuch bei Rosa starten? Die ist ja echt begeistert von dir. Ja, ist die auch. Kannst gerne weiterschleimen, aber die wird nicht drauf eingehen. Du wirst sehen. Okay. Hi. Hi. Rosa, ich will dir einfach beweisen, dass ich ein echt netter Kerl sein kann und... Aha, und wie? Naja, ich habe mir einige Gedanken gemacht und... Schön, das ist für dich. Oh mein Gott, diese Tickets sind einfach mal seit 2 Wochen schon ausverkauft. Wie hast du das gemacht? Ja, das waren die letzten beiden Karten, die ich noch kriegen konnte. Und naja, ich habe halt Connections. Die sind auf jeden Fall beide für dich. Das heißt, du kannst mitnehmen, wenn du willst. Machen, du kannst sie auch im Müll schmeißen, wenn du willst. Mir egal. Naja. Und warum ich das mache? Weil ich dich einfach gerne hab, Rosa. Ich mag dich und ich wollte dir einfach nur eine Freude machen. Dankeschön. Bitte schön. Also es war schon echt eine krass geile Aktion von Leonard mit den Tickets. Und ich habe mich auch mega gefreut. Aber irgendwie weiß ich immer noch nicht, was der vorhat. Ey, du nimmst nicht mit, ne? So macht man das, Junge. Ach komm, verpiss dich. Alter, Tobias, ich dachte, du und Rosa. Und jetzt funkt dir Leonard dazwischen? Alter, das wäre mal voll assi, Mann. Ich dachte, ihr habt einen Deal gehabt, du und Rosa. Mann, ja, ein Deal, aber keinen Vertrag. Und die kann machen, was sie will. Und was sie will, bin anscheinend ich. Ey, Weiber, ey. Komm mal, ja. Tobi tut so cool. Dabei glaube ich, dass ihn das ziemlich abfuckt, dass Rosa und Leonard irgendwie was haben oder so. Mann, ich verstehe es gar nicht. Bros before hoes und so, was soll denn das? Jetzt mal ohne Scheiß, ja. Die Aktion, ja, ey, die war doch einfach mega geil. Ey, wie die geguckt hat. Das war einfach nur geil. Göttlich, Hupala. Obwohl. Aber die Aktion, die war echt krass, Digga. Du hast sogar noch kassiert. Ja, Mann, aber ohne Scheiß. Hin oder her, die Aktion, die war einfach mega geil. Und außerdem, ich hätte genauso reagiert, hätte die das mit meiner Mütze gemacht. Weißt du, ich meine? Könnte ich verstehen. Oha, was geht denn jetzt ab? Pisst euch nicht direkt in die Hose, ihr Lappen. Das ist Attila, ein Kumpel von mir. Der geht auf die Berufsschule. Und nur mal so, der macht alles für mich. Alles. Ja, schön für Attila. Und jetzt passt er hier auf dich auf, oder was? Alexa, hast du jetzt im Ernst Angst, dass ich dir, nur weil du mir eine Offer gegeben hast, dass ich dir irgendwas antue? Ich hab dir von Anfang an gesagt, dass ich keine Weiber schlage. Das nicht, aber Attila ist keine Frau. Trau dich doch. Dem kannst du gerne eine knallen. Trau dich doch. Nein, ganz bestimmt nicht. Mach ich nicht. Du kannst endlich deine Wut auf mich an Attila rauslassen. Alexa, Wut? Ohne Scheiß, das ist meine Geklatsche, ist ja völlig okay, aber dieser Spaß, der war es mir einfach total wert. Nein. Felix, du bist so eine Pussy. War ja klar, dass du zu feige bist. Ohne Scheiß, nein, die Sache ist mir jetzt hier auch echt zu dumm. Rocco, wir gehen. Komm. Okay. Schisser. Kann man die eine rauchen? Ja, pass auf, dass du dich erwischt wirst. Felix ist so eine Mumu, erzählt dir ganz groß, dass sie mir eine verpassen würde, wäre ich keine Frau. Jetzt hat er die Chance, Attila eine zu verpassen und kneift. Große Fresse und nichts dahinter, wie immer. Ey, Alexa ist doch nicht mehr ganz normal. Er kommt hier mit einem Bodyguard für Arme an, ja? Und will, dass ich dem eine verpasse? Ey, wie kindisch ist das denn? Nein, voll der Kindergarten. Gar keinen Bock drauf. Ja, bitte? Hallo, Frau Steinmeier. Ich möchte unbedingt mit Ihnen sprechen. Es tut mir wirklich furchtbar leid. Ich habe im Moment überhaupt keine Zeit. In ein paar Minuten kommt schon der nächste Termin. Vielleicht machen wir einen extra Termin dafür aus. Also ich gehe so lange hier nicht, bis wir das nicht geklärt haben. Gucken Sie sich mal meinen Sohn an, bitte. Frau Borkowski, ja, ich sehe, Sie sind aufgeregt. Ein paar Minuten haben wir, dann nehmen Sie doch gerade Platz. Setz dich doch auch bitte hin. So, was ist denn jetzt passiert? Was los? Ja, ich war auf dem Nachhauseweg und dann wurde ich zusammengeschlagen. Ja, das tut mir natürlich furchtbar leid, aber ich weiß jetzt nicht, was kann ich für Sie tun? Also Sie wissen schon, dass er sexuell belästigt wurde von einer Ihrer Schülerinnen, oder? Und jetzt wird er noch verprügelt, obwohl er sich nur gewehrt hat. Gucken Sie sich das mal an. Das tut mir auch furchtbar leid. Da haben Sie mein volles Mitgefühl. Ich bin doch selber Mutter. Natürlich tut mir das leid, aber wie gesagt, ich weiß nicht, was ich da jetzt für Sie tun soll. Wissen Sie, wie ich mich gefühlt habe, als Ihr Sohn nach Hause gekommen ist? Ja, wie gesagt, es tut mir wirklich leid, aber ich weiß nicht, was ich für Sie tun kann. Mein Schatz, warte draußen. Ich möchte, dass Sie sorgen, dass dieses Flittchen Juli aus der Schule rausfliegt. Frau Borkowski, bei allem Respekt, ich kann das nicht entscheiden. Das liegt in den Händen der Polizei.
Und das wird sich klären. Das kann vielleicht wahr sein. Ja. Schönen Tag noch. Danke. Diese Vorwürfe sind natürlich für mich und meine Kollegen wirklich nicht schön. Aber was sollen wir denn tun? Schlimm genug, dass mein Sohn wegen dieser ganzen Situation so sehr leiden muss. Aber der ist viel zu jung für diese ganze Sexsache. Und nur weil er sich gewehrt hat, muss er nicht so fertig gemacht werden. Du bist Bunny, Bunny. Ich bin klein, wie wohnt du das Geld? Gangster Paradise. Hey, Digga, warum hast du überhaupt gekniffen? Schau mal. Du kannst doch nicht einfach sagen, dass du keine Frauen schlägst und wenn ein Kerl vor dir steht, dass du dann einfach kneifst. Dir ist schon klar, dass Alexa gewonnen hat damit, oder? Na, fuck, Mann, ja. Das weiß ich auch. Super. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen, Mann. Aber okay, egal, was gleich passiert, ja? Einfach durchziehen und mitmachen. Oh, okay, ich spiel einfach mit. Okay. 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 Ach, hey, schön, dass ihr da seid. Ja. Ja. Hast du doch noch Eier in deiner Folgepistenhose bekommen? Wahnsinn. Witzig, Alexa. Ja, also ich möchte doch kämpfen. Aber nur unter folgenden Regeln, die mein Bruder jetzt erklären wird. Darf ich einmal durch? Ja, die folgenden Regeln sind, Die! Gut, es war zwar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber war schon eine geile Aktion von Felix. Also Humor hat er, das muss man ihm lassen. Attila fand's nicht so witzig. Ey, das ist einfach so lustig, ja? Ey, dieses dumme Gesicht von diesem Pimmelkopf, ja? Ey, das war einfach nur mega geil. Gut, ich bin vielleicht nicht so stark wie der, aber dafür bin ich schnell. Ey, Erik, ist hier irgendjemand? Okay, komm. Keine Panik, Attila ist nach Hause. Ich hab gesagt, ich regel das. Ey, ihr könnt echt froh sein, dass ihr so auf mich hört. Der hat euch den Arsch aufgerissen. Ja, aber war eine geile Aktion, ne? Wie auch immer, ich wollte mich bei dir entschuldigen. Dafür, dass ich dir einer geklatscht habe. Ja, Entschuldigung angenommen. Eine Umarmung? Oh, ist gut. Hallo, das war nur die Rache wegen der Ohrfeige. Ist immer noch rot. Ja, dann sind wir jetzt quitt. Ja, dann sind wir quitt. Du bist so doof, Felix. Du bist auch so doof. Bruder, was ist das eigentlich zwischen euch? Diese ständigen Spielchen, das ganze Rumgenecke. Da läuft doch was zwischen euch. Hallo. Ja, alles gut. Mann, ich weiß es auch nicht, ey. Ey, ich bin dein Bruder, du kannst mir alles erzählen. Okay, Bruder. Ich finde Alexa so geil und ich wäre so gerne mit der wieder zusammen, Mann. Ernst? Ja. Das ist ein Traum. So? Ja, warum denn nicht? War doch eine geile Aktion, oder? Ey, die hat halt einen geilen Arsch. Ja oder nicht? Das ist dein Ding. Ja. Oh Mann, die kann so geil küssen. Wie sie küsst. Ein Traum. Du bist echt verrückt. Ich mach so auch. Mein Bro, der hat echt voll die Macke. Der bekriegt sich in einer Tour mit Alexa und jetzt kommt er mir mit... Er hängt noch an ihr? Echt eine komische Art, jemandem seine Liebe zu zeigen. Hey Patrick, jetzt mal ganz ehrlich, was soll das? Warum hältst du Juli die Bullen auf den Hals? Was soll der Scheiß? Als ob sie dich belästigt hat. Du hast doch keine Ahnung. Sag doch einfach, dass ihr zusammen wart. Wo ist das Problem? Ich möchte da nicht drüber reden. Ich kann das nicht mehr hören, dass sich alle einmischen. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Und meine Mama nervt. Was ist los? Nichts. Wir glauben ihrem Sohn einfach nicht. Das habe ich ihm gerade gesagt. Was willst du damit sagen? Dass mein Sohn lügt? Sieht wohl so aus. Was wisst ihr schon? Ihr seid genauso billige Flittchen wie dieser Juli. Ich will euch mal was sagen. Wenn ihr euch mit meinem Sohn anlegen solltet, dann legt ihr euch mit mir an. Habt ihr das verstanden? Und das wollt ihr bestimmt nicht. Komm, Patrick, wir gehen nach Hause. Steck dich in die Wanne. Ja, Mama. Schatz. Hat sie gerade ernsthaft gesagt, ich pack dich gleich in die Wanne? Was ist das bitte für eine Mutter? Also bei dem Zuhause muss es ja echt mies sein. Wir gehen jetzt nach Hause, okay? Alles wird gut sein. Patrick, warte mal.
Findest du das fair? Was willst du noch von meinem Sohn? Geh weg! Er soll die Wahrheit sagen. Welche Wahrheit? Du hast ihn sexuell belästigt und jetzt wurde er noch verprügelt. Was willst du noch? Ich habe Stress mit der Polizei. Was interessiert mich das? Guck mal, wie mein Sohn aussieht. Du sollst keine Lügengeschichten über ihn verbreiten. Hast du mich verstanden? Lassen Sie mich endlich los! Nein! Lassen du bist Sie eine Lüge! Lass Sie uns los! Sag denen die Wahrheit endlich. Guck mal, wie die sich aufführen hier. Ja, sag die Wahrheit. Ja, okay. Was? Ja, ich war mit ihr zusammen. Und ja, ich hatte was mit ihr. Du hast mich angelogen? Ja, ich war mit ihr zusammen und ich habe die Nase gestrichen voll. Und du lügst deine Mutter an? Ja, immer nur das Baby. Immer nur dein Muttersöhnchen zu sein. Du warst schuld, dass das mit mir und Juli kaputt gegangen ist. Du hast mich so enttäuscht. Ich kann das nicht glauben. Ja, also ich glaube, das Beste ist, wenn sie und ihr das einfach noch mal privat zu Hause klärt. Unglaublich. Ja, da sieht man mal wieder, dass so Überfürsorge eher genau das Gegenteil erreicht. Mann, Patrick war so unter Druck vor seiner Mutter, der hat sogar die Polizei belogen. Ich hoffe einfach, dass er das jetzt klarstellen wird offiziell und die Anzeige zurückziehen wird. Ja, ich wollte ja nicht, dass das alles so passiert, dass Julia Ärger bekommt. Ich meine, ja, wir waren zusammen und ich wollte es auch, aber ich konnte es meiner Mutter nicht sagen. Hey Rosa. Hi. Du, ich wollte fragen, ob wir heute eventuell was essen gehen können heute Abend oder vielleicht ins Kino. Ich würde auch bezahlen. Nee, du weißt ja, dass ich die Konzerttickets von Leonard bekommen habe und da bin ich heute Abend. Hm. Aber könnten wir nicht... Warte kurz. Leonard, warte mal kurz. Ja? Du hast mir doch die Tickets gegeben fürs Konzert. Mhm. Und, hast schon jemanden gefunden, oder? Na, ja. Und zwar... Das war du. Ich? Ja, du magst die Band doch auch, deswegen. Echt jetzt? Hast du dir gut überlegt? Ja. Cool, danke. Cool, dann bis heute Abend. Ja, ich freue mich. Ich auch. Ich habe mir überlegt, dass ich mit Leonard aufs Konzert gehe. Kein Plan, was der wirklich von mir will. Aber wenigstens legt er sich ins Zeug, nicht so wie Tobi. Und ich glaube, der Abend wird ganz witzig. Was willst du denn? Ja, ja. Guck bei dir und Rosa, oder? Allerfalls. Die guckt mich mit dem Arsch nicht mehr an. Respekt, Alter. Tobi, was holst du immer so rum, Alter? Was ist los mit dir? Digga, aber egal. Für die Kleine, ne, habe ich mir richtig Geiles ausgedacht, Digga. Schockgesell. Also freust du dich für mich, Bruder? Bruder? Ach komm. Scheiße, nein, Alter. Hau rein, Tobi. Das Schlimme ist, dass Rosa mittlerweile auf Leonard und seine nette Tour reinfällt. Und der geht mir damit voll auf den Sack. Verarscht die doch eh nur, aber das kann ich eher schlecht sagen. My water, my sun, my moon, stars, your heart is out. Was ist deine Worte? Was ist der denn da? Keine Ahnung. Geil, oder? Super Sound! Heftig. Der übt für den nächsten Job, falls der Hausmeister-Job mal irgendwann gecancelt wird. Hallo. Hey, Dietrich. Hey! Was will die denn hier? Hast du den Bio-Joghurt vergessen, oder was? Ja, es haben sich ein paar Dinge geändert. Und deshalb zieht Daniela wieder hier ein. Nein, nee, die gar keinen Fall. Das kannst du nicht alleine entscheiden. Daniela ist schwanger. Cool, und was haben wir damit zu tun? Daniela ist schwanger von mir. Was? Deshalb werden wir Eltern. Und deshalb zieht Daniela wieder hier ein. Komm, wir gehen zu mir. Soll ich einen Tee machen? Ist ja super angekommen, die Neuigkeit. Ich wusste auch nicht, wie ich es sagen soll. Ich habe es einfach gesagt. Und ich bin mal sehr darauf gespannt, wie das Zusammenleben hier funktionieren wird. Ich raff's immer noch nicht. Daniela schwanger von Dietrich? Und jetzt haben wir die hier wieder und bald auch noch mit einem Baby in der WG? Puh, na, herzlichen Glückwunsch.